Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Fortnite. Und ich möchte euch heute ein bisschen etwas über das Bauen erzählen. Wie man sinnvoll baut, wie man gegebenenfalls ressourcensparend baut oder aber auch, wie man bestimmte Dinge besser bauen kann. Ich bin jetzt hier in meinem Sturmschild, bin auf einer privaten Gruppe, also sprich allein, und werde jetzt auch keine Verteidigung und nichts machen, sondern ich möchte es euch einfach mal zeigen. Und ich baue jetzt auch nur mit Holz und werde es auch nicht verstärken, das heißt, ich werde aber dazu erzählen, wann was sinnvoll ist. Fangen wir mal an mit Missionen wie Datenbeschaffung oder Atlas. Beim Atlas und bei der Datenbeschaffung gibt es definitiv verschiedene Möglichkeiten, wie man bauen kann. Also eine der Möglichkeiten zu bauen ist die sogenannte Pyramide. Also nehmen wir mal an, das wäre der Atlas. Dann kann man, na, wenn man dann auch tatsächlich das Baumenü richtig bedienen kann, eine Pyramide bauen. Dazu braucht man die Dächer und dann macht man so und hat schon den ersten Teil und kann dann so machen und dann hat man auch die Ecken. Mit der Taste R kann man drehen. So. So baut man sozusagen drumrum um den Atlas. Also da unten ist immer noch der Atlas. Also man baut natürlich den Rest fertig. Das werde ich jetzt nicht machen. Dann baut man hier oben drauf. Man verstärkt alles auf Maximum. Ich würde euch empfehlen, am Anfang ist Holz völlig ausreichend. Also für die, ich sag mal, in Plankarten reicht das, wenn das einmal, zweimal verstärkt ist, das Holz. Auch den Boden würde ich verstärken. Und wenn ihr einen Konstrukteur spielt, könnt ihr hier eure Maschine einsetzen, um sozusagen das Bauwerk zu verstärken. Ne? Falsch, ich hätte erst so machen müssen. Und das wäre dann also tatsächlich die Pyramide. Das heißt, Gegner zum Beispiel, die hier anlaufen, greifen das manchmal an, nicht immer. Viele laufen aber wupp drüber und laufen hier weiter. Das heißt also, sie sind sozusagen durch dieses Bauwerk, über dieses Bauwerk drüber gelaufen. Mittlerweile kann man ja auch Bodenfallen schräg setzen. Das heißt, man kann hier natürlich auch eine Falle hinbauen, um denen zusätzlich Schaden zu geben. Also das wäre sozusagen die Pyramide von einer Seite. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, den Rest hätte ich auch gebaut. Das spare ich mir jetzt. Ja, das ist also relativ einfach von der Konstruktion her und funktioniert ziemlich gut. So, jetzt machen wir das mal wieder weg. Und ich zeige euch jetzt, was man noch alles machen kann. So, jetzt nehmen wir mal an, das wäre jetzt hier nicht, also beim Wetterballon, eine zweite Möglichkeit ist, das Ganze so zu machen. Und dann hier kann man hier eine Bodenfalle aufsetzen. Ich würde euch hier zum Beispiel einen Bodenkatapult empfehlen. Hier kann man zum Beispiel einen Dynamo dran setzen. Der Dynamo hat diverse Vorteile. Moment, das kann man hier ganz gut zeigen. Denn der Dynamo, na, wo ist er denn? Ist bei mir noch nicht so hoch gelevelt, leider. Nee, kann man gar nicht hier zeigen. Doch, kann man hier zeigen. Fügt also den Gegnern Schaden zu auf der gesamten Fläche. Das ist der Riesenvorteil. Und der Dynamo heilt die Wand, an der er dranhängt. In regelmäßigen Abständen. Also jetzt nicht übermäßig. Also einer direkten Konfrontation mit dieser Wand würde der Dynamo trotzdem irgendwann die Wand nicht mehr heilen können und die Wand würde zerstört werden. Aber er heilt ein bisschen. Das heißt, wenn ihr hier einen Bodenkatapult habt, und ich sage auch gleich warum, oder eine Falle, die Schaden macht, und hier oben eine Falle, die Schaden macht, zum Beispiel eine Deckengasfalle, die der gesamten Gruppe hier, die auf diesem Feld steht, Schaden macht. Der Dynamo macht auch hier dieser ganzen Gruppe Schaden. Und hier zum Beispiel Bodenstacheln, die eben auch der ganzen Gruppe Schaden machen. Ne? Dann würdet ihr natürlich hier durchaus einen Pluspunkt sammeln. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben einen Wetterballon. Dann haben wir hier natürlich immer zwei Felder. Das heißt, man könnte dann hier zum Beispiel ein Elektrizitätsfeld bauen. Heißt das so? Jetzt muss ich mal direkt gucken, nicht, dass ich hier irgendwelchen Schwachsinn erzähle. Hier, ja, genau, Deckenelektrizitätsfeld bauen, denn das macht nicht nur Schaden hier, also es macht auch Schaden hier nebendran. Das heißt also, man könnte
Deckengasfalle, Elektrizitätsfeld oder zwei Deckengasfallen. Also würde beides funktionieren. Wenn man hier einen Bodenkatapult einsetzt, dann sollte man unbedingt hier entweder eine Treppe bauen oder alternativ zur Treppe ein Dach in der Schräge. Was passiert nun? Die Gegner laufen hier drauf, fupp, werden hochgeschleudert und werden dann durch die Schräge nach vorne weg. Landen ungefähr zwei Felder weiter weg. Stehen also wieder hier. Das heißt, wenn ihr hier oben drauf steht, könnt ihr sie locker wegschießen. Also das ist, so sieht das dann auch von der Seite aus. Und nehmen wir mal an, es wäre ein Wetterballon, dann habt ihr natürlich hier auch ein Feld. Achso, hier kann ich gar nicht bauen. Habt ihr hier auch ein Feld und hättet hier auch diese zwei Felder, die hier schräg sind. Moment, da drüben muss es doch eigentlich gehen. Ich zeige euch das mal. Nee, nicht die Waffe möchte ich aussortieren, sondern hier. Hier habt ihr eine Wand. Hier habt ihr eine Decke und hier habt ihr natürlich auch eine Decke. Und auch hier habt ihr eine Schräge, also zum Beispiel das Dach. Dann könntet ihr hier auch eine Bodenstacheln setzen oder irgendeine andere Falle. Ihr könntet aber hier auch tatsächlich wieder einen Bodenkatapult setzen und dann würdet ihr hier eine Decke bauen. Jetzt mal gucken. So, nee. Ist es falsch rum? So ist es richtig rum, ne? Nee, so ist es falsch. Natürlich ist es so falsch. So ist es richtig. Zack. So. Dann würden die Gegner eben hier hoch und dann eben auch wieder wie vorne hier weggeschleudert werden. Kommen sie von da, würden sie dort rüber geschleudert werden. Kommen sie von da, würden sie nach da unten geschleudert werden. Und hier ganz ideal, natürlich auch von Vorteil. Also der Gegner kommt hier an, fupp, knallt dort dagegen und fliegt dann eben nicht nur, weil es schräg ist, sondern er fliegt bis hier runter. Und muss dann wieder den ganzen Weg hochlaufen. Also das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Tipp nebenbei. Man kann also auch das Gelände ideal nutzen, indem man hier tatsächlich diese Schrägen, wenn sie da sind, auch mitbedenkt. Ja, also nochmal in der Schnelle erklärt. Ich mache mal das hier weg. Hier hinten habt ihr ein Wanddynamo, hier oben Deckengasfalle, hier unten entweder ein Bodenkatapult, wenn ihr so baut, oder Wandstacheln, Bodenstacheln, wenn ihr so baut. Und ihr könnt die Schräge natürlich trotzdem machen. Warum die Schräge trotzdem? Der Gegner muss erst hier durch, um dann hier durchzukommen. Also hier in dem Fall. Das heißt also, er hat zwei Wände, die er durchschlagen muss. Jetzt könnte man natürlich sagen, Moment, der hat doch gerade vorhin was erzählt von Ressourcen sparen. Das spart doch jetzt keine Ressourcen. Richtig, spart keine Ressourcen. Aber es gibt euch natürlich am Ende mehr Erfahrungspunkte. Denn das Bauen bringt natürlich hier auch, ihr seht es ja hier unten auf der, hier auf der rechten Seite, nicht unten, direkt unter dem Radar, seht ihr ja die verschiedenen Dinge, die da gebaut werden. Und das Bauen bringt eben auch am Ende Punkte. Das heißt also auch, das solltet ihr bedenken, dass das halt Punkte bringt. Also das heißt Erfahrungspunkte, und zwar für die gesamte Gruppe. Ist also nicht verkehrt zu sagen, man baut das so. Zudem eine Wand, zwei Wände zu durchschlagen eben länger dauert, als eine Wand zu durchschlagen. Das ist einfach Fakt. Und wenn ihr euch dann hier oben drauf stellt, dann könnt ihr natürlich auch in aller Gemütsruhe da oben stehen bleiben. Ihr müsst gar nicht runtergehen, in den Nahkampf gehen zum Beispiel, sondern ihr könnt tatsächlich in aller Ruhe von da oben... Jetzt, Moment, habe ich ein Jump Pad? Ja, habe ich. Ein kleines Gebäude. Ja, man sollte es natürlich auch richtig verwenden. Oh. So, dann könnt ihr hier oben stehen bleiben, zum Beispiel mit einem Scharfschützengewehr oder mit einer, was auch immer, Schrotflinte ist auch super, und müsst gar nicht runtergehen, denn die Gegner werden ja von dem Bodenkatapult hier vorne wieder in den Raum geworfen, in dem ihr sie beschießen könnt. Das heißt also, ihr habt also auch hier die super Möglichkeit, dann tatsächlich zu sagen, okay, die Gegner werden hier vorgeschleudert, ihr ballert sie wieder ab, sie kommen hier zurück, kriegen ein bisschen Schaden, werden wieder nach vorne geschleudert und ihr ballert sie wieder ab. Tja,
nicht so schlecht, ne? Das so zu machen. Das funktioniert sehr, sehr gut bei allem, was ihr verteidigen müsst, eigentlich, mehr oder minder. Es funktioniert also auch bei Schutzbunkermissionen gut. Da muss man halt bloß einfach deutlich mehr bauen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, das Baulevel wird dann auch noch nicht, also das Baumaximum wird dann auch noch nicht überschritten. Müsste ich jetzt aber tatsächlich nachprüfen, habe ich selber so bei einem Schutzbunker zum Beispiel noch nie gebaut. Kann man aber mit Sicherheit auch bauen. Und selbst wenn ihr das Baulimit überschreitet, ihr habt ja dann tatsächlich den Bonus für das Bauen an sich bekommen und für die Fallen und so weiter und so fort. Zu den Fallen vielleicht noch ganz kurz ein kleiner Tipp. Baut die Fallen nicht vorher, sondern baut sie in der Mission. Die Zeit habt ihr, das Bauen passiert ja nebenbei. Und dadurch, dass es in der Mission baut, gibt das natürlich innerhalb der Mission natürlich einfach auch noch Erfahrungspunkte für die gesamte Gruppe. Das heißt, ihr bekommt mehr Erfahrungspunkte, weil da eben auch die Boni zählen im Gegensatz zum normalen Spiel. Also, damit kriegt ihr eigentlich jede Mission, bei der ihr irgendetwas verteidigen müsst, sehr gut in den Griff. Und habt natürlich Fallen gebaut, ihr habt ordentlich gebaut. Also, das funktioniert eigentlich wirklich überall. Super easy zu bauen. Und das sollte euch hoffentlich weiterhelfen. Ich hoffe, euch hilft es weiter und probiert es ein bisschen aus, experimentiert ruhig damit. Und wenn ihr Erfahrung gesammelt habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr irgendetwas denkt, das könnte man noch besser machen, schreibt es in die Kommentare. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.